keine Regeln, das ist ja auch so. Ich hab keinen Bock auf das Kindergarten. Hey, bist du? Ist dein Ernst? What the fuck? Never gets old. Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stand Up 44 Regular Stuff. Wir spielen heute Gogos. Gogos. Für alle Leute, die nicht wissen, was Gogos sind, hier ein kurzes Erklärvideo. Gogos sind kleine Plastikfiguren, die man mit anderen kleinen Plastikfiguren abwirft. Jetzt wisst ihr Bescheid. Wir spielen jeder gegen jeden. Leute, jeder von euch und uns, wir sind eine Gemeinschaft, kriegt 3 Gogos und einen Werfer-Gogo. Mhm. Dann stellen wir die hier immer auf. Jeder muss zuerst seinen eigenen treffen und danach darf er andere abräumen. Gewonnen hat, wer am Ende noch Gogos hat. Also, wir werden jetzt in der Reihenfolge, in der wir letzte Mal platziert waren, uns jeweils 4 Gogos aussuchen. Mhm. Einer ist der Werfer und jeder hat 3 zum Spielen. Okay. Und da ich das letzte Mal gewonnen habe, werde ich damit beginnen. Okay, alles klar. Okay, ich habe mich als Werfer für Schnapper entschieden. Das ist so ein Hai-ähnlicher. Und einfach, weil ich Haie mag. Ich habe mich für diesen Werfer entschieden, weil ich, ich weiß nicht, wie er heißt, aber ich habe mich für ihn entschieden. Das ist einfach eine schreiende Oma. So sieht es aus. Ich habe mich für diesen Werfer entschieden, weil er ein bisschen fies aussieht. Ich weiß nicht mehr genau, wie wir das als... Ich habe es als Kind der extrem gefeiert, das Spiel. Ich weiß noch nicht mehr genau, wie ich mich positioniert habe, aber ich glaube so. Ich bin mir nicht sicher. Zu viel Engagement. Es ist wirklich. Zu viel, es gibt nicht zu viel Engagement für die Gewinne. Ich habe hier was zu verlieren. Also ich freue mich, dass ich endlich mal jetzt das Gurgis spiele. Alle haben davon geredet und so. Ich habe Gurgis nie in meinem Leben gespielt. Aber die Jungs waren super toll. Die haben mir das super erklärt. Die haben gesagt, ach, das ist super einfach. Gehst du schon hin. Und ich freue mich wirklich, etwas Neues zu lernen. Ein Moment, das war Anweisung der Regie. Ich glaube nicht, dass du es schaffst, du Penner. Da freut sich unser Social Media Team drauf. Jetzt müssen Skandale schüren. Oh nein! Scheiße, das ist schlecht, oder? So, ich glaube, da muss dieser Penner weg. Ja doch, Kina hatte vorhin so ein paar Lucky Punches. Kina, der Penner. Oh, jetzt die Technik glaube ich wirklich nicht. Boah! Boah! Also da wäre ich ganz leise. Weg da, Kalanta. Ey, ich bleib bei meiner Technik jetzt. Die war gut. Und jetzt den Karos treffen. Boah! Nicht schlecht. Boah. Nicht schlecht, du Penner. Also am meisten freue ich mich wie immer auf die Jungs. Ich habe die seit, keine Ahnung, wie lange habe ich die schon nicht mehr gesehen? Seit 7 Tagen vielleicht. Freue mich einfach auf dieses gemeinsame Gogo-Spielen. Ich kenne es auch damals aus der Kindheit. Wir hatten nichts, wir hatten nur dieses Plastik. Da habe ich gerade Felix in der Wutzki-Allee wieder gesehen. Das ist crazy, ja. Felix musste aber auch gewinnen, weil sie arm waren. Deswegen ist er so gut. Was ist die Penner? Kein Budget für Gogos in der Familie Lobrecht. Carlos, ich bin dran. Ah ja, stimmt. Ich habe Schießen in der Schule gelernt. Habe ich das schon mal erzählt? Schießen? Ja, Schießen. Ja, aber auf, mit Waffen. Du hast Schießen in der Schule gelernt, und Medizin in Deutschland. Wenn mein Schuldirektor das sieht. Und du bist wieder geboren. Worauf habt ihr geschossen, ey? Auf Frauen oder was? Dubai ist echt ein tolles Land. Ah! Oh, sauberer Schlag! Also ich werde jetzt mir mit Ansage Daniels holen. Einfach, weil ich immer noch an diesen Penner knabbere. Er hat mich auch richtig mitgenommen, ey. Dumm, blöde Anderlein Gogo, ey. Hier! Yeah. Ah! Oh! What the fuck? Nicht schlecht. Er kann wieder, ne? Nicht schlecht. Jetzt darf er abräumen, oder? Nee. Nee, na gut. Scheiße. Und dann stell dir einfach vor, es wäre eine Frau. Ja. Yeah. Ist egal, wenn ich das treffe. Nee, stell dir einfach vor, es wäre ein Auto fahren. Das ist der Scheitan. Lass mich! Boah. Boah, das war knapp! Ich bin bereit, mir Kinans auch zu holen. Ja, Felix mit seinem weißen Zismann, den er. Ey, wirklich, hat. Also dieser. Das ist ein Hai. Ja, Haie sind weiße Männer. Haie in der Wirtschaft, Haie in der Politik. Nein, sorry. Aber der muss sein. Ah! Eine Scheiße. Oh, nicht schlecht. Ich habe mir auch gar keine Sorgen gemacht. Jetzt wird gegen Strukturen gekämpft.
Kabus, Kabus, Kabus. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Nicht mit unfairen Mitteln gegen Strukturen kämpfen. Oh! Komm her doch! Komm her, mein Striker! Okay. Felix. Da hat der Frust aus dir gesprochen. Ja. Na, auch da. Ihr greift eure jeweiligen. Kann ich verstehen, diese Scheiße? Kann ich verstehen? Ja. Thomas sitzt ein bisschen. Oh, Alter, Felix! Ist voll krass. Greta weiß gar nicht, was es bedeutet, mit buntem Plastik zu spielen im Endeffekt. Also, die wird das nie wieder erleben, so diese Zeit. Ja, mit Bäumen kannst du das nicht machen. Ja, genau. Mit deinem Holzgogos, Greta. Sag mal. Ah, nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Das nächste Mal bin ich nervös. Boah. Ah. Komm schon, ich das ist. Ich komplett durch, ey. Das ist wirklich demütigend. Ah, es war gar nicht so schlecht. Er war nicht schlecht, das aber kann ich nicht unterlegen haben. Wer hätte gedacht, dass daraus mal ein Job wird, ey? Geld kriegst du hier für nicht, Carlos. Reichweite aber! Ich krieg doch Reichweite, oder? Ey, deiner steht so fragil, Karin. Oh, du hast mir reingeredet! Ja, Quatsch! Du hast mir reingeredet. Ja, ich bin nicht schuld. Du bist schuld. Du hast mich zum Scheitern gebracht. Knie, Felix. Daniel hat sich gemerkt, dass seine Technik Blödsinn war. Karin, ich sag's nur jetzt schon mal, ich werde danach auf deinen gehen. So you better hit. Mhm. Boah, das war ein Outtake! Das war eine Aufgabe. Das war ein Asthma-Wurf. Das war ein stiller Protest. Ich gönne nicht. Wow! Ja. Ey, das tut auch erstaunlich doll weh. Auf ja, ja. Ich bin auch erschöpft, ey. Ich weiß nicht, wie sich Frauen nochmal fühlen. Wegen Sex. Deswegen ja die Knie schon. Wie, du spielst mit den Go-Bus? Nein, Spaß. Ich komme mal auf Carlos mit. So, Carlos hier, guck. Da. Zack. Und lecken! Ja, also grundsätzlich habe ich irgendwie Bock drauf, ich freue mich drauf. Ich kriege aber hier ein bisschen so das Gefühl, dass vielleicht gewisse Leute, die mit anderen gewissen Leuten hinter der Kamera verwandt sind, dass es da eventuell Dinge gab. Ich meine, es ist kein Geheimnis, wir drehen das hier im Büro von Felix. Ich weiß nicht, wie oft er hier schon in der Woche reinkommen konnte für Sessions, irgendwie Zugang hatte, Trainingsmöglichkeiten hatte. Ich werde diese Runde alle holen. Daniel, ich werde als nächstes auf dich gehen. Klar, das wirst du nicht, du Penner! Okay. Kina, stell dir einfach vor, du wirst in der Frühlingsrolle. Du hast noch keiner getroffen bis jetzt. So, Daniel, Zacki, Galoppi und Schüsseldorf. Ah, nee. Ich wurde als größter Feind rausgenommen aus dem Spiel. Das schauen wir mal. Auf that. Oh. Ey, nicht schlecht mit den Ansagen. Jedes Mal, wenn du eine Ansage machst, klappt. Nee, er hat vor 8 Ansagen gemacht, sich 8-mal blamiert. Es gibt gar keine Korrelation. Oh Mann, ey, jetzt ist Felix wirklich ein Shark von der Grenze. Ich war seine Grenze. Aber warum werfe ich mit dem? Oh, ey, das ist sehr gut, das ist sehr gut! Respekt! Wow, der war gut. Oh, schlecht. Oh, der war knapp, die Arschlöcher. Knapp, weg da. Ich muss hier den Vorsprung weiterhin ausbauen. Oh, ey! Mann, ey, das... Wow. Darf man jetzt abholen? Er darf abholen, oder? Ach so. Aufgrund der vorherigen Runde, wo es sich ein bisschen gezogen hat, darf man jetzt, wenn man seinen getroffen hat, abräumen? Karus. Denn du? Er geht direkt auf den Shark, auf den einzigen anderen Shark. Das ist mein Erzfeind. Wie viel hast du? Einen, oder? Ja. Aber ich identifiziere mich sofort als Shark. Ein Hai mit einem Zahn. Ich mach mal jetzt auch eine Ansage und zwar, ich komme jetzt weiter. You better do. Oh, der war wirklich gut. Ja, da bist du daran gescheitert, dass der zu weit weg stand. Der war wirklich gut. Für dich, Syrien. So. Marcelia. Genau. Oh. Ah, fuck.
Schön witzig, irgendwie so, hat so, nur einmal wir getroffen haben noch eine und dann. Chance, bevor der weiße Hai von hinten kommt. Oh, der weiße Hai! Ey, der Hai ist da, ey. Können wir hier die Hai-Musik einspielen? Weiße Hai-Musik? Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Geh mal. Geh mal nach Hause. Ja, geh mal, geh mal nach Hause. Es wird doch irgendeine GEMA-freie Hai-Musik. Ist ja auch nicht. Quit Google einfach Hai-Musik. Das ist gar nicht so schlecht. Anstrengender als gedacht, ey. Ja, ist wirklich anstrengender als gedacht. Ja. Valanta. Letzte Chance, dich noch zu retten. Quatsch da nicht rein. Oh, war der knapp! Ja, der war knapp, aber kacke, ey. Knapp und scheiße, der war gut. Ah, war der gut! Haben wir vielleicht einen Beutel für meine vielen Gogos? Das nervt mich, den da anzutragen, wenn man so viele hat. Das ist so demütigend. Aber jetzt kann ich hier zwei aus dem Spiel nehmen schon. Ah, der war scheiße geworfen. Das war gar nicht so schlecht. Nee, der war gut. Motherfucker. Den Werfer weg, damit ich den Platz habe zu gewinnen. Bitte mir den Platz einräumen. Oh, nicht schlecht. Eklig. Ein ekliger Typ, Felix. Aim. Der Typ hat einfach Aim. Und Schüsse doch. Ah. Das ist wirklich Felix' ekligste Seite, die ich hier gesehen habe. Ja, ja. Ja, scheiße. Das ist seine ekligste Seite, die ich hier gesehen habe. Das ist wirklich jetzt hier Eminem in der Toilette, also in dem Badezimmer von diesem komischen Club. One shot, one opportunity, one lifetime. Mom's Spaghetti. Ah! Keine Spaghetti, ey. Dann würde ich mal sagen, peace out, Rabbit. Schauen wir mal. Ah, ey, der ist cool. Daniel, du bist der Beste. Danke. Oh, wow. Und schon klappt es. Also schon klappt es, danke. Daniel braucht einfach nur Zuspruch. Genau. Und jetzt, Carvus ist bekannt für sein scharfes Auge und übergroße Bremse. Boah, war das richtig schlecht. Ja, es ist krank. Wow, das ist krank. Das ist wirklich sick. So, wirklich krass. Ich bin Felix. Das Heads Down mit Daniel. Also deshalb muss ich leider den Kalender. Ich bin zu beeindruckt ein bisschen. Der sicke weiße Mann. Wow! Oh mein Gott. Nicht schlecht, also der on fire. Na, ich will gewinnen. Also, ich will das Ding hier nach Hause holen. Ja. Wenn ich jetzt den treffe, habe ich gewonnen, oder? Nee, ich habe noch einen. Also, ich kann auch mit einem Widerstand leisten. Aber du wirst jetzt nicht treffen. Ich werde nicht treffen. Du wirst jetzt nicht treffen. Wie ich es gesagt habe. Boah. Ah, wow, auf einmal. Auf einmal. Haben wir einen neuen Star? Mach mir eine Ansage und danach trifft er alles. Wisst ihr aber, was jetzt spannend ist, dass ich diesmal anfange? Das heißt, Scheiße. Ich könnte euch vom Tisch nehmen, ohne dass ihr auch nur einmal die Chance habt zu werfen. Oh, shit. Krass. Nur um hier eine Fallhöhe aufzubauen. Dann geht uns vielleicht wieder auf den Shark. So nenne ich mich immer noch. Still Sharky. Scheiße. Oh. Treff jetzt den und danach alle. Scheiße, anderen. Wenn ich einen treffe und dann zwei danach, dann bin ich wieder. Oh. Ganz vorne mit dabei. Ja, 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 komm schon, komm schon. Zu viel Einsatz. Komm schon. Widerstand bis zuletzt. Wow! Ja. Gönn ich! Oh, wow. Du warst näher an mir. Das wäre echt wirklich geiler Überholungskampf. Boah, Mann, der ist weg da! Ey, krass, wenn ich das noch gewinnen würde. Also, ja, das wäre die Aufholjagd des Jahres. Rudo gegen Buko, Finale. Rudo gegen Buko. Richtig ein cooler Kampf. Ja! Oh. Nein! Oh. Nee, ehrlich? Oh. Können wir das Slow-Motion haben? Wow! Die maximale Demütigung hier drin. Boah, ich wurde vernichtet, ey. Würdest du wirklich, ey? Crazy. Oh. Ey, das war krass zu sehen, Mann. Das what the fuck? Ein Doppelschlag. Scheiße. Können wir hier unseren Belly sind. Young Money auf ich wurde richtig runterlegen. Ich wurde richtig rausgenommen. Ja, aber es
es geht weiter. Es geht weiter, ja. So, ich hab mal. Das war's doch, ich hab deswegen können wir auch nochmal die Manifestation gewundert, links an der Macht. Er dachte, das ist hier sein großer. Ich dachte, das war mein Real-Moment. Ist der auch? Ja. Mic-Drop-Moment. Dann werde ich jetzt mal kleinlaut meinen wieder hinstellen und Daniel fängt an. Ja. Boah, scheiße. Haie haben nie genug. Boah, der war knapp. Ich glaube, das ist biologisch nicht akkurat. Auch Haie sind satt. Ja, aber anscheinend, Haie können nicht aufhören zu schwimmen. Die schwimmen immer, sonst sterben die irgendwie sowas in der Art. Die müssen immer in Bewegung bleiben, ja. Haie. Glaube ich. Oh, scheiße, ey, wenn ich zu viel in Daniels Biologen. Ey, krass. In Daniels Biologenfachwissen gehangen. Die Wahrheit gesagt. Ja! So, und den letzten werde ich aus Demütigung in der sogenannten Mabu werfen. Das ist eine falsche Mabu. Ganz jemand. So. Oder? Ja, ein bisschen zu weit unten. Und weiß nicht, was eine Mabu ist. Der Rücken ist nicht. Kann halt dein Maul jetzt. Scheiße, mach ich nicht wieder. Und zwar auch sein schlechtester Wurf. Ja. Ja. Du sollst nicht mehr sowas machen. Bleib bei dem, was du ah, der war wirklich und schlecht. Aber wir alle wollen aber eigentlich, dass das Felix ja, das Ding gewinnt. Das Publikum auch. Jetzt sind alle gegen mich gerade. Ich war gerade der Underdog, jetzt bin ich nervig. Das ist so nervig, weil das würde ja unendlich lange dauern. Ja, das stimmt. Spiel. Oh! Nein. Ah! Ungefährlich, ungefährlich von Anfang an. Der war ungefährlich. Wie lange kann so ein Spiel gehen, ne? Bis jetzt. Ja! Wow. Ja. Sind also zunächst einmal, ich dachte, wir wären alle Freunde. Habe ich verloren? Vielleicht. Hat Felix verloren? Auf jeden Fall. Weil er hat das Spiel gewonnen, aber sein Gesicht verloren. Ja, man überlegt sich irgendwie so ein Konzept für ein Video. Lass mal Gogos spielen und ich frage einfach ganz unschuldig in der Runde, was ist Gogos? Und man sagt, ja, google das mal. Und ich google das und es gibt keine Ergebnisse. Ich hatte auch nur positive Erinnerungen an Gogos. Wirklich nur positive Erinnerungen, wie ich damals das einfach in der Schule gespielt habe. Also ich glaube, jeder, der das objektiv sieht, dieses Video, und ich weiß auch nicht, ob das jetzt rausgeschnitten wird, aber ich spreche Wahrheiten auch gerne an so, ich werde da nicht schweigen. Da war von vornherein hatte ich ganz stark das Gefühl, dass die Produktion, und das weiß auch jeder, der sich ein bisschen mit dem Ganzen beschäftigt, dass der Julian Lobrecht, der Bruder von Felix, hinter den Schaltern sitzt. Ich bin von Syrien nach Deutschland gekommen, um nicht mit Plastikfiguren zu spielen. Ich bin 39 Jahre alt. Aber jetzt ist es zu dem geworden. Felix wird dann auch immer so ein komischer Mensch, wenn es ums Gewinnen geht. Haben wir vielleicht einen Beutel für meine vielen Gogos? Es ist nervig, den in der Hand zu tragen, wenn man so viele hat. Das ist so demütigend. Ich weiß nicht, also Felix überlegt sich irgendwie so ein Spiel, der er sehr, sehr, sehr gut kann. Und natürlich gewinnt er am Ende. Dann bitte den Werfer weg, damit ich den Platz habe zu gewinnen. Carbus und Kinan sind auch ist wirklich unangenehm. Ich verstehe, ich finde auch die subtile Botschaft, die da vermittelt wird, ist wirklich ein Problem, weil so, was lernen Leute, die das sehen so? Ja, okay, der weiße Mann gewinnt. Also, ich finde, es wäre fair gewesen, wenn ich gewonnen hätte, zum Beispiel. Ja, nee, es war richtig cool. Also, ich kenne das noch aus der Kindheit, so, es hat mir früher schon mega viel Spaß gemacht und es war einfach geil, das heute mit den Jungs zu machen. So, wir haben einfach mal wieder was zusammen erlebt, wir sind wieder noch ein Stück weiter zusammengewachsen. Wir haben einfach hier gelacht, gespielt, es war die ganze Zeit gute Stimmung und also wir sind wirklich noch mal als Gruppe näher zusammengekommen. Und ich habe gewonnen. Und das war wirklich für mich letzter Platz Felix Lobrecht. Ja, unabhängig davon finde ich es auch einfach geil, wofür das hier so steht. Verstehst du? Also, ich meine, es zeigt einfach, dass jeder es schaffen kann.